Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft, die Xbox 360 Version. Im Spiel. Und direkt knackt irgendwann im Hintergrund. Ein Wolf. Ich habe jetzt mal gedacht, hey, ich nehme auf, weil es ist Gott sei Dank nicht mehr so warm. Vorher waren es ja irgendwie so 37 Grad hier bei uns. Einfach ein bisschen übertrieben, deswegen habe ich ein bisschen nicht aufgenommen. Der Livestream ist jetzt auch vorbei. Und war eigentlich relativ lustig, abgesehen davon, dass ich extrem gefailt habe und zu doof war für den Ton einzustellen, dass es viel zu lange gedauert hat und bla bla bla, weil ich vorher keine Zeit hatte. Aber das hat ja jetzt nichts hiermit zu tun und nimmt nur Zeit weg. Wie man eventuell hört, habe ich jetzt endlich geschafft, die Stimme mit Outer City aufzunehmen und dann einzufügen, weil ich ja vorher gedacht habe, dass es bei Camtasia beim Rendern nur zwei Audiospuren gibt. Aber das stimmt gar nicht. Man kann da noch eine dritte aktivieren. Das ist mir nochmal aufgefallen. Dann habe ich so gedacht, ey, dann kann ich das ja endlich machen. Und deswegen ist der Ton jetzt von meiner Stimme besser. Wenn dann im Hintergrund die ganzen Leute mit einem Hammer rumkloppen würden. Das hört man, oder? Ich habe im Livestream ein bisschen was gebaut. Habe noch Offscreen sehr viele Steine gefarmt. Habe unter anderem das grüne Zimmer fertig bekommen, also mit der Wolle. Hab deswegen eine neue Woll-Dings angefangen, und zwar schwarze Wolle. Ich will mir schwarze und weiße Wolle, so ein Schachmuster praktisch, irgendwo in einem Zimmer bauen. Hier habe ich einen Eingang ein bisschen gebaut, hier sind übrigens Treppen, wie man ein bisschen sehen kann. Hab das hier so ein bisschen mit dem Moosstein ausgebessert, das hat irgendwie geiler aus, sieht so ein bisschen vergammelt. Sieht doch eigentlich ganz gut aus. Funktioniert alles noch ganz normal. Und ja, ich habe dann oben die Falle da hier so eine Etage drauf gebaut. Kann ich mal kurz zeigen. Also da ist jetzt eine Etage drauf. Also, ne, zwei sogar schon mit der hier. Aber hier, die geht ja noch nicht, weil das ist ja nicht zu. Ich glaube, da spawnen jetzt sowieso keine Monster, weil es viel zu hell ist. Ja, das ist ein bisschen doof. Da müsste ich eventuell hier zumachen, aber dann spawnen da vielleicht keine. Ich habe keine Steine mehr hiervon gehabt, deswegen konnte ich leider nicht höher bauen. Aber das Problem ist jetzt auch gelöst. Ich habe die zwar noch nicht gebraten, aber ich habe schon welche. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal ins Haus. Und heute wollte ich dann mal eine Höhlenerkundungstour machen. Ich habe nämlich auch, also Abwechslung ist ja auch mal wichtig, ne? Weil ich habe jetzt schon so lange im Haus rumgegammelt, dann da gebaut, mehr aber eigentlich nicht. Und ich war ja auch unten in der Höhle, habe dann so ganz viele Steine gefahren mit meinem Bruder. Und wir haben ein paar Diamanten gefunden. Ein paar, seht ihr gleich, was ich damit meine. Auf jeden Fall, ja, könnte das mir sehr weiterhelfen. Kann ich mir ein paar Diamantenspitzhacken von bauen und Diamantenaxt und Diamantenschaufel. Hui! Ich benutze aber für das Farm immer Eisenspitzhacken, weil guck mal, wie viel Eisen ich jetzt noch habe, weil ich auch gefunden habe da noch. Ich habe schon wieder fast drei Stacks. Sehr viel Kohle habe ich gefunden, das ist auch gut. Diamanten habe ich jetzt auch wieder 11, aber die habe ich ja, glaube ich, im Livestream dann abgebaut, die einen drei da oder wie viele da waren oder vier. Hier habe ich noch ein bisschen rosa Wolle, davon will ich auch so ein richtiges rosa Kackzimmer machen. So ein richtiges kackiges Zimmer, da will ich auch bauen. Schwarzwolle habe ich schon ein bisschen gesammelt. Ich habe noch 7 Ink-Sacks, dabei Ink-Sacks oder wie heißen die? Tintensack. Sehr nett. Dann habe ich noch ein bisschen Brot gemacht. Ach so, doof, dass ich das immer alles zeigen muss. Eigentlich brauche ich ja gar nicht zeigen. Ich habe noch ein bisschen Fleisch gefunden. Hier ist nichts mehr drin. Ne, nö. So, ich mache dann jetzt noch schnell ein paar Steine einwerfen. So, hier sieht man, haben wir ein paar Steine gefarmt. Ich hole einfach mal 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5, 6. 7, 8, ich glaube, das reicht. Jo. So, jetzt muss ich hier nochmal verteilen. Warum ich das mache, das ist einfach nur deswegen, damit man. Ja, wenn man die schnell reintun will mit Y, dann platzieren die sich automatisch richtig. So, jetzt muss ich noch Kohle mit einem ganzen Stack. Oh, fail. Weil ich ja 8 dabei habe, müsst ihr eigentlich 8 mal 8. Oder irgendwie so in der Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Haben wir auch wieder davon ein bisschen Brennstoff. Nein, das ist kein Brennstoff, das ist ein Stein. Oh, das ist so kompliziert. Und das ist auch blöd, dass man mit Y noch nichts da reintun kann. Wäre nämlich dann ein bisschen einfacher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ist umständlich. Nein. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gut. Übrigens habe ich jetzt einmal in einem Part nicht gesagt, läuft der Timer. Und schon habe ich vergessen. Das war ziemlich fail. Das war nämlich im letzten Part, also in den letzten zwei Parts. Oh, cool. Hab's gerade richtig geraten mit den Steinen. Also in den letzten zwei Parts, die haben kein richtiges Ende und keinen Anfang. Ja gut, der letzte Part hat ein Ende, weil da habe ich ja
Ich muss so viel nachdenken, wenn ich gleichzeitig die Steine sortieren muss. Das ist total unmöglich. Ich muss kurz aufhören. Da habe ich ja Tschüss gesagt. Boah, da war jetzt richtig schwerer, komplizierter Satz mit ultra viel Fremdwörtern und alles. Ey, boah. Ich wundere, dass ich das überhaupt hinbekommen habe. So, jetzt teile ich jetzt mal so auf. Da geht er auch schneller. Boah, Let's Play-Denkmodus ist wieder gerade im Gehirn. Das ist ziemlich schlecht. Dann geht nämlich gar nichts mehr. So, jetzt ist das endlich rum und wir können Werk. Und jetzt gehen wir ein bisschen Steine kloppen. Danach gucke ich mal, wie die Monsterfarm so ist, wenn Nacht ist. Jetzt gehen wir Diamanten suchen. Hui, Diamantenjagd. Hui. Hier habe ich mir auch schon überlegt, so eine Bahn runterzubauen, weil das ja ein bisschen nervig ist, immer runterzurennen. Das dauert so lang. Und ich will sowieso noch so eine U-Bahn in der Art bauen. Also dann geht man irgendwo zum Keller oder so. Und da ist da so ein Bahnhof und von da kann man halt überall hinfahren. Das ist dann unterirdisch und so. So, ich habe mir markiert. Wo war das denn nochmal? Da einmal und hier. Toll markiert, ne? Einfach so Steine da hinten. Einfach so. So, hier müsste jetzt irgendwo so Diamanten kommen. Hier. So, vielleicht kommen sie. Ein paar hat mein Bruder durch Zufall gefunden. Da ist nämlich wo. Ah ne, hier, das ist glaube ich eine Höhle, ne? Ja. Oh, oh fuck. Oh. Da war ein Creeper, ich hab gesehen. Ich seh dich. Haha. Da ist ein Creeper. Oh oh. Ducken. Oh oh. Wow, der ist immer gar nicht gestorben. Das war knapp. Hier ist noch irgendwo ein Skelett. Ich will aber erst die Diamanten wegtun, bevor ich hier in der Höhle weiter rumrenne. WTF! Oh, ich seh nix, ich seh nix. Ich seh nix. Scheiße. Puh, Gott sei Dank hat er so. Okay, ich gehe jetzt erstmal nicht rein, ich mach da nochmal eine Markierung hin. Also hier ist schon mal eine für die Höhlenerkundungstour bedachte Höhle. Oh. Jetzt muss ich gucken, wo war denn noch was? War hier überhaupt noch irgendwas? Ich glaube gar nicht, oder? Scheiße. Ja gut, vielleicht finde ich da noch ein paar Diamanten in der Höhle. Ein paar hat mein Bruder durch Zufall gefunden, weil der so ein Graben auf einmal ist in ein Loch reingeflogen, da war da alles schwarz. Und dann haben wir erstmal so ein bisschen gesucht. Habe ich den probiert da raus zu keilen. Und. Ah, hier ist noch was. Dann. Ja. War da so eine kleine Höhle und da waren Diamanten drin. Und dann habe ich mich da ein bisschen weitergekramt, da waren noch mehr Diamanten. Hier war, glaube ich, Gold und so. Ja. Hä? Wo sind die alle hin? Okay, da machen wir ein bisschen Angst. Ist hier zufälligerweise noch irgendwas? Ich glaube, hier ist mein Spitzhacke im Arsch gegangen, oder? Ah, hier ist noch eine Höhle zum Erkunden. Oh, so viel auf einmal. Aber ich weiß, dass die Diamanten alle nicht in der Höhle waren, sondern die waren einfach so beim Graben, habe ich die gefunden. Aber sind die alle nur im Eingang? Nee. Ich habe auch noch keinen abgebaut, soweit ich weiß. Ich hab meinem Bruder die geklaut. Das wäre schlimm. Ich würde sagen, ich gehe einfach mal hier rein. Oh. Oh. Hi. Ich hab, wie man auch sieht, die ganzen Fackeln abgemacht. Eigentlich ist das scheißegal, wenn jetzt hier drin explodiert. Haha. Hab die ganzen Fackeln hier weggemacht, weil man die ja eh nicht mehr braucht, weil sowieso, ich gehe hier eh nicht durch. Aber wenn hier keine Fackeln sind, heißt das auch, dass ich hier nicht mehr durchgehen sollte. Und deswegen heißt das, dass hier keine Diamanten sind, sondern nur irgendwie sowas. Ey. Hier ist nix. Oh Mann. Ich höre aber ein Skelett, aber ich gehe da jetzt lieber mal nicht hin. Toll. Also hier ist schon mal nix. Schon total die Zeit verschwendet. Zopper. Oh, hier. Warum habe ich die nicht markiert? Bin ich dumm? Okay, hier sind sie. Die habe ich mal gern markiert. Gut, dass ich die jetzt noch gefunden habe. Ein paar Diamanten. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und fünf. So, jetzt grabe ich noch ein bisschen hier rum. Vielleicht ist da noch irgendwas. Das kann ja immer sein. Weil meistens sind die ja... Ich glaube, nebeneinander ein paar. Kann sein, dass hier noch irgendwo so am Rand so ein paar rumgammeln. Sieht man jetzt aus. Nö. Okay, da haben wir schon mal fünf. Davon können wir jetzt schon eine neue Spitzhacke bauen. Und zwei Schaufeln. Nächster Gang. Da.
Da habe ich ein paar Fackeln hingemacht, damit er auch auffällt, dass man hier rein soll nochmal. Ich glaube hier direkt am Anfang. Nee. Da. Ah, okay. So. Hier geht es jetzt erstmal runter. Hier ist er nämlich runtergeflogen, hat es gebaut und ist dann irgendwann hier so abgekracht. Und da sind Diamanten. Sehr viele sogar. Und nochmal. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sogar noch einer mehr. Jetzt haben wir schon 11. Und da hinten sind noch mehr. Ui. Sogar wieder richtig viele. Eins. Zwei. Oh, scheiße. Drei. Vier. Und nochmal 5. 16 Stück. Geil, ich habe 16 Diamanten gefunden. Ich glaube, das waren jetzt alle. Ist eigentlich relativ viel dafür, dass Diamanten sind, ne? Und ja, ich würde sagen, ich tue die jetzt mal weg, bevor ich irgendwo erkunden gehe. Ne, warte, ne. Das war nur Redstone. Die Erkundungstour hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil wir haben ein paar Diamanten gefunden. Ich weiß nicht, ob hier noch irgendwo was ist. Ich glaube eher nicht, ne? Hier habe ich noch eine Markierung. Was bedeutet das? Ich habe keine Ahnung. Ist da? Nö. Gar nichts. Was ist da? Nö. Da ist einfach nö. Noch mehr Diamanten. Ui, guckt euch das mal an. Geil. Ich habe gesagt, ich habe ein paar gefunden, ne? Und jetzt hier sind nochmal 4. 20 Diamanten schon. Das ist doch mal geil, oder? Das ist geil. So, hier habe ich mich, glaube ich, einmal kurz durchgegraben zu meinem Bruder. Das waren aber jetzt, glaube ich, wirklich alle. Glaube ich. Denke ich. Ich glaube, da hinten war Lava. Ui, hiervon können wir jetzt erstmal schön was bauen. Hier war nix. Da war nix. Da war... Was war das denn? Oh, Lava. Sollte man nicht so reinrennen. Da war auch nichts und da hinten war auch ganz bestimmt nichts. Gut, dann haben wir 20 Diamanten gefunden. Das ist schon mal gut. Und mit den 11 haben wir dann 31. Ui. Wo müssen wir noch hin? Hier war ich überall. Da unten war, glaube ich, gar nichts, weil da gehe ich nicht kram, weil irgendwie nie was ist. Und Slimes sind irgendwie auch nicht mehr gespawnt. Aber ich habe noch genug Slimeballs. Von daher, ich könnte mir noch 64 Sticky Pistons machen oder so. Das reicht, glaube ich, aus. Boah, das lange Hochgehen ist auch immer nervig. Und wie viel Zeit ich eben überhaupt erstmal verballert habe mit unnötigem Suchen. Aber dafür ist jetzt Nacht und ich kann mal bei die Monsterfalle gehen und die praktisch testen. Bodenschätze. 20 Diamanten. Bäm, 31. Boah. Das ist gut. Und ich habe übrigens noch meine Diamantenspitzhacke. Ja, die ist hier. Die benutze ich jetzt auch mal wieder. Die hole ich mal wieder mit. Weil die Eisenspitzhacke sieht ja aus, als würde es gleich freck gehen. So, ich gehe dann jetzt erstmal kurz bei die Falle. Da hinten steht schon ein Creeper oder war das Moosstein? Da war Moosstein. So, hier ist das Ding endlich fertig. Schön, ne? Ich habe auch überall Glas eingesetzt. Also ich habe jetzt noch, ich glaube, 58 Glas oder so übrig. Habe nämlich den ganzen Stack Sand nochmal gefarmt und dann verbrannt. So, hier habe ich die ganzen Löcher weggemacht. Ich habe auch hier das Loch, hier das weggemacht, was da war. So, irgendwie denke ich, alles Grüne sind Creeper. Mal gucken, ob die funktioniert. Ich habe das jetzt 2 hochgemacht. Ich weiß gar nicht, ob das reicht. Damit der Monster spawnen, da bin ich mir ganz sicher. Oh oh. Scheiße. Aber weglaufen im Zickzack. Oh oh. Oh lol. Cool. Funktioniert auf jeden Fall. Warum auch immer da gerade so Scharfscheiße drin war. Kommt der eben nicht rein? Wollen wir mal gucken, ob hier irgendwas abbrennt. Ja. Oh, der sieht mich. Da ist eine Kuh reingeflogen. Wie dumm. Oh oh. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Ha! Gebäscht. Solange hier kein Creeper reinkommt, ist alles gut. So, die Kuh ist jetzt auch verreckt. Da ist einfach mal so ein Huhn rausgekommen. Los, will man ein Skelett oder so frecken sehen. Hier ist ja jetzt erst eine Etage drauf, das heißt, da spawnen nicht so viele. Ah, cool. Aber sie funktioniert, wie man sieht. Ui, und hier kommt dann alles hin. Hat das Skelett irgendwann verloren? Nö, ne? Nö, war ja klar. Wenn man jetzt hier offscreen ein bisschen stehen bleibt, dann kriegt man relativ viele Items. 7 Gunpowder, cool. Ich glaube, das habe ich noch. Oh, hier liegt ein Ei. Cool. Wie praktisch, hat einfach hingekackt. Den ganzen Gunpowder habe ich aber, glaube ich, verloren. Habe ich gekriegt, wo ich die Creeper eben kaputt geklappt habe. Warum ist da eine Brücke auf meiner. Eine Kuh auf meiner Brücke. Eine Brücke auf meiner Kuh. Das wäre mysteriös.
Studenten, das wächst immer weiter. Wahrscheinlich funktioniert das eh nicht, aber egal. So, dann gehe ich jetzt noch schlafen. Dann gehen wir mal in eine Höhle, würde ich sagen, ne? Vielleicht finden wir da coole Sachen. Bam. Danach wollte ich vielleicht mit dem komischen Tunnelprojekt da anfangen. Weil ich dann nicht so richtig weiß, was ich sonst da machen könnte. Ich könnte natürlich mein Haus noch größer bauen, ne? Ist ja nicht groß genug, aber egal. Ich könnte mal den Pool. Ah, ne, da geht ja noch ganz scheiße. Scheiße. Obwohl ich ja eigentlich hier da so eine Wand reinziehen könnte, dann könnte ich. Ich muss hier sowieso erstmal voll die komplizierte Kacke machen. Ich muss erstmal alles abdecken, dass das eins hoch ist. Dann muss ich Wasser drauf machen. Und dann muss ich das Loch da graben. Also dann muss ich die Teile nochmal wegraben, damit das Wasser runterfließt. Weil wenn ich das jetzt da drauf kippen würde, dann wird das einfach so voll dumm darum. Ja. Darum. Alten Strömungen. Boah, ist ein kompliziertes Wort. Ich bin sowieso irgendwie extrem müde. Bin ich irgendwie jedes Mal, wenn ich aufnehme. Wow! Das war laut. Ich denke mal, das hat man gehört. Das war der Timer. Und da der Paul da jetzt rum ist, ich habe irgendwie gar nichts gemacht, außer 20 Diamanten gefunden und ein bisschen in der Falle rumgegammelt. Ich sortiere das jetzt noch schnell ein und sage dann Tschüss, bis zum nächsten Part. Wirk.